Hallo, da bin ich wieder zurück bei Red und das haben wir gleich für euch. Das und noch viel, viel, viel mehr gleich bei Red. Ich freue mich, bis gleich. Ach, ist das schön, wieder da zu sein. Jetzt geht's los mit Red. Absolut. Apropos gönnen können, eine 6.000 Euro Rolex zum Kindergeburtstag. Und schon gibt es riesen Alarm bei den Geissens. Denn die große Schwester, die flippt völlig aus. Verrückt, sagen sie? Na, dann haben sie Tini Nicolette noch nicht kennengelernt. Hier sind die wirklich verwöhntesten Luxusgirls und ihre armen, reichen Eltern. Oje, oje, Fortsetzung folgt, würde ich sagen. So, und jetzt geht's erstmal quer übers Mittelmeer von Südfrankreich direkt nach Bella Italia ins wunderschöne Positano. Und dass es da so wunderschön ist, das haben auch schon die Stars rausgefunden, von Leo DiCaprio bis Jennifer Lopez. Wir waren auf Spurensuche und wissen jetzt, warum halb Hollywood hier gerade Urlaub macht. So, und jetzt gibt's auch richtig was zu gucken. Das Schönheitsideal dieser drei Ladies hier ist Barbie. Ihr Ziel, ein Körper aus Plastik. Und um das zu erreichen, haben sie zusammen schon mehr als 500.000 Euro für riskante Beauty-OPs ausgegeben. Bleibt natürlich die Frage, ist da überhaupt noch was Schönes dran oder alles irgendwie nur noch purer Schönheitswahn? Tja, drücken wir der Tochter die Daumen, dass sie stark bleibt. Tja, und auch an Brad Pitt und Angelina Jolie sollte man sich gerade lieber kein Beispiel nehmen, denn jetzt eskaliert der Rosenkrieg um die Scheidung so richtig. Hier sind sie, unsere Star News. Wo andere Star-Moms direkt ins Gym rennen, zeigt Eva stolz ihr After-Baby-Bäuchlein. Sehr sympathisch. Ja, absolut. Meiner ist heute gut verpackt. So, er ist der Patensohn von Karl Lagerfeld und das berühmteste persönlichen Interview gleich bei Red. Ich freue mich. Bis gleich. Hallo, zurück bei Red mit diesem gerade mal 10-Jährigen, auf den garantiert viele Frauen richtig neidisch sind. Denn Hudson Kronick ist nicht nur das Patenkind von Designergott Karl Lagerfeld. Seitdem er 2 ist, läuft er für seinen Onkel über den Laufsteg und besitzt, ganz nebenbei bemerkt, schon jetzt mehr Designerteile als die meisten Erwachsenen. Wir haben Hudson mit seiner Family in New York besucht und da hat er uns tatsächlich verraten, wie Onkel Karl eigentlich ganz privat tickt. Cooler Knirps, der Kleine. Vom Knirps zum Kerl. Hollywood-Star Jason Statham. Warum ihm nicht sagen musste, gleich bei Red. Ich freue mich. So, da sind wir wieder zurück bei Red mit Jason Statham. Er ist gerade der coolste Actionstar, den Hollywood so zu bieten hat. Gerade kommt sein neuer Film in die Kinos, aber auch sonst läuft es bei ihm mal so richtig rund. Warum? Wir haben ihn in Los Angeles getroffen. Jo, und wenn er seinen Körper trainiert, geht's nicht nur ihm, sondern auch uns gut, oder? Lecker Typ. Und zu dem Thema fällt mir gleich noch was ein. Am Samstag suchen Joko und Klaas nämlich wieder die beste Show der Welt. Das wird bestimmt auch sehr sehenswert. Ich sag jetzt erstmal Tschüss für heute mit dem neuen Video von Pink. Die musste diese Woche in Australien ja mit einem Magenvirus ins Krankenhaus und 3 Konzerte absagen, auch das heute. Wir wünschen auf jeden Fall von dieser Stelle hier gute Besserung und trösten uns mit Secrets. Tschüss, bis nächsten Donnerstag und Montag TAF nicht vergessen. Tschüss.